Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt von mir, was sich nennt Metin 2. Ja, ich spiele zurzeit ziemlich viele Spiele, deswegen dachte ich mir, starte ich ein LP. Und ich werde auf den Server Darfin spielen. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, das ist der Server Nummer 23. Und regelmäßig werden dann Parts hochgeladen. Das Ganze wird alles auf meinen Zuschauer-LP-Kanal hochgeladen, also nicht auf den anderen Kanal. Also Zuschauer-LP reinschauen und Spaß haben. So, ich gehe mal auf Channel 1 einfach, oder gehen wir mal Channel 2, weil Channel 2 ist der Channel, wo meistens Sachen verkauft werden und wir starten in der ersten Stadt und vielleicht haben wir ja Glück und jemand lässt ein paar Items fallen. Wer nicht weiß, was Metin 2 ist, es ist ein Rollenspiel, ein Online-Rollenspiel. Kostenlos kann man sich so runterladen und kann auch jeder spielen. Ich werde mich mal eben einloggen. So, ich habe mich erfolgreich angemeldet und jetzt sind wir in der Charakterauswahl. Wie wir sehen, wir haben gar keinen Charakter. Und wir gehen hier auf Erstellen und haben nun die Möglichkeit, ein Reich auszuwählen. Es gibt mehrere verschiedene Reiche, das Rote, das Gelbe und das Blaue. Und da ich zurzeit eine Erfahrung habe im Blauen, nehme ich auch das Blaue. Klicke dann hier auf Wählen, das Blaue Reich. Und habe nun die Möglichkeit, mir hier unter mehreren Klassen eine Klasse auszuwählen. Wir haben hier den Ninja. Dann haben wir den Sura, den Schamanen und den Krieger. Was man sagen kann, Ninja ist eine... Also ich habe vorweg, ich habe nicht so die große Ahnung von diesem Spiel. Also was ich so mitbekommen habe, ist Ninja mehr zum PvP sehr gut geeignet. Ninja im PvM, also Player vs. Monster, mehr zum Pullender. Dann ein Sura kann man als Waffensucher oder Sura und noch irgendeine andere Variante spielen. Und auf jeden Fall als Waffensucher ist es im Endgame ziemlich genial, mit dieser Klasse zu farmen. Aber im Anfang, also am Anfang ist das Ganze nicht so gut mit diesem Sucher. Schamane, auch Endgame stark und LOL-Bereich nur zum Buffen gut. Also es gibt immer zwei verschiedene Varianten von dieser Klasse. Es gibt zum Beispiel unser Schamane gibt es einmal den Drachenschaman und einmal den... Was war es noch? Heilschaman oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall der Drachenschaman ist dann zum Buffen da und im Endgame macht er auch gut Schaden. Wir nehmen den Krieger. Wir nehmen einen Mann. Was haben wir denn? Wir nehmen mal diesen hier und nennen ihn Zuschauer LP. Ist doch ein schöner Name, oder? Krieger und wir klicken auf Erstellen. So, können uns einloggen. Sind in keiner Gilde. Und starten nun Metin 2. Und da sind wir auch schon. Ha, das sind wir. Wir sind der Zuschauer LP. Und hier links die erste Quest. Willkommen in Metin 2. Wir müssen jetzt zum Stadtwächter. Das werden wir machen. Und zwar ist hier die Stadt. Wir haben ein kleines Hilfefenster. Wir können uns anschauen, was wir alles machen können. WASD oder Pfeiltasten können wir uns bewegen. Sehr schön. Wer hätte das denn erwartet, dass es so geht? Und da ich jetzt Channel 2 bin, was man hier auch ablesen kann, hier, Channel 2, und der Server da auch, Darfin. Im Channel 2 ist in der ersten Stadt, wo wir jetzt hier starten, der Verkauf-Channel. Also jeder Server hat nochmal 4 Channel, die unterteilt werden. Das bedeutet, jeder Server hat nochmal 4 Unterserver sozusagen. Wo man halt, der Chat ist mit allen Channels verbunden, bloß halt die Monster sind damit nicht verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt Channel 1 bin, dort ist das Monster nicht gespawnt, gehe ich Channel 4, da kann es vielleicht schon gespawnt sein. So, wo müssen wir überhaupt hin? Wir gucken auf die Map, die hier ist. Ist etwas klein, weil ich eine ziemlich hohe Auflösung habe. Vielleicht stehe ich das noch runter, damit ich da etwas besser erkennt. Aber wir testen das erstmal so, ob das so funktioniert. So, müssen wir da hinten hin. Also man sieht, die Stadt ist voll. Übrigens, diese Tische hier, das sind alle Spieler. Spieler können sich in so Tische verwandeln. Wie man hier sieht, und in diesen Tischen kann man was reinpacken und verkaufen. Die Währung hier ist Yang. Und die Währung ist halt so, dass man sehr, sehr viel Yang braucht. Also ein gutes Item kostet 300 Millionen Yang zum Beispiel. Das ist schon ziemlich übertrieben. Naja. So, jetzt labern wir bla bla bla, bis Level 10 erreicht, bla 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 bla. Und es gibt ja zwei verschiedene Varianten vom Krieger. Einmal den Metallkrieger, den habe ich schon. Das ist sozusagen mein Main in Anführungsstrichen, da er auch erst Level 35 ist. Und deswegen möchte ich wohl gerne einen Körperkrieger spielen. In diesen LP.
Und ich hoffe, die Musik stört nicht im Hintergrund. Dum, dum, dum. So, man kann questen, man kann Monster killen und man kann alles, aber... Bis zum Stadtwächter, der müsste hier irgendwo in der Mitte sein. Aber hier ist alles voll mit irgendwelchen komischen Monstern, die aus irgendwelchen Kisten gespawnt sind. Es gibt halt Events, da werden Kisten gedroppt und wenn man die Kisten dann aufmacht, dann kommen solche Viecher raus. Bla bla bla, ja. Bla 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 bla. Bla bla bla. Und in Metin 2 kann man sie eigentlich ziehen lassen, wenn man das gerne möchte. Und wenn man viel Yang hat, kriegt man auch ziemlich gutes Gear. Da ich jetzt gar kein Yang habe, wir sehen, ich habe 200 Yang, haben wir kein gutes Gear. Hier die Quest, bla bla bla, kaufen Trank, 5 rote Tränke erhalten, sehr schön. Muss wieder zurück zu dem Typen da in der Mitte. Und danach müssen wir nach draußen gehen, über die Brücke und ein paar Wölfe töten. Und meine Leiste, wie man sieht. Ja, bla 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 bla. Weiter. Der Lehrer ist auf Suche nach mir. Ja, ich brauche erst Level 5. Dann müssen wir bis Level 5 draußen Monster kloppen, bis wir uns halt entscheiden können, ob wir Körper- oder Mentalkrieger werden. Dann hat man Fertigkeiten, wenn ich C. Hier die Fertigkeiten. Man hat jetzt beide noch, wie man sieht, Körper oder Mental. Später muss man uns für eine Sache entscheiden. Und ich nehme Körper. Da liegen Lederschuhe plus 6. Sehr genial. Hier ganz viele Items, die wir aufnehmen können und benutzen können. Lederschuhe plus 6. Anziehen. Also mit diesem Plus ganz einfach. Und zwar, jedes Item geht von plus 0 bis plus 9. Plus 9 natürlich das Beste und plus 0 das Schlechteste. Das bedeutet, wenn man findet ein gutes Item, kann man das halt plus auf plus 9 ziehen. Aber umso höher man es zieht, umso höher ist die Chance, dass das Item kaputt geht. Und zwar komplett kaputt. Also musst du zum Schmied gehen, das Ganze hochziehen. Und dann ist halt die Möglichkeit, dass es kaputt geht. Komplett zerstört. Also wenn man sich jetzt stundenlang gefarmt hat für das eine Teil und dann will man es hochziehen und es geht kaputt, dann ist es kaputt. Leider. Und hier, wie es aussieht, sind ein paar Botter unterwegs. Naja, gibt es in diesem Spiel auch. Botter. Und wir haben jetzt hier Lederschuhe plus 6 bekommen, die sind schon ziemlich gut. Und halt, um das hochzuziehen, brauchen wir auch Yang, also Geld. Und ich habe schon Status erhöht. Und zwar gibt es Statuspunkte. Es gibt Wit, Int, Stärke und Dex. Wir sind Krieger, also brauchen wir Stärke. Stärke. Wir brauchen Stärke und Wit, also Damage und Leben, sag ich mal. Ist das. Und die Mobs werden hier alle angezogen von den ganzen scheiß Bottern. Ihr scheiß bösen Botter, verpisst euch. Normalerweise kann man die Mobs nicht so pullen, also wenn man halt ein Botter ist, beziehungsweise ein Bot anlaufen hat, dann geht das halt. Und da habe ich eine Schatztruhe gefunden. Sehr schön. Und eine Glocke. Und unten sehen wir meine HP-Anzeige. Und meine Mana-Anzeige. Und darunter ist meine Energie. Also wie lange ich noch laufen kann sozusagen. Bevor ich erschöpft bin und dann halt nur noch gehen kann. Da rechts neben sind diese Kugeln, die zeigen mein Level an und ich verrecke hier gerade. Man sieht ja hoffentlich bei meinem Char in der Mitte da, dieser Balken ist meine AP-Anzeige, die ich halt auch unten links habe. Und ich hatte gerade ein Level up, ich bin Level 2 und deswegen habe ich das überlebt, weil mit, wenn man Level up hat, bekommt man natürlich wieder voller AP und Mana. Sehr schön. So, Yang immer schon aufsammeln. Wir sind die Botte jetzt hier nervig. Und wieder skillen. Und ich habe meinen zweiten Auftrag. Was mache ich denn? Hungrige Wildhunde 10 töten oder hungriger Wolf 5 töten? Machen wir mal hungriger Wildhund. Gut, packen wir es an. Und der Brief vom Stadtwächter. Wenn du Nachricht liest, hast du ein neues Level erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Geh nur zum Stadtwächter, damit er deine... Okay.
töten wir erstmal jetzt. Mit N sieht man, was wir töten müssen. Und zwar hungrige Wildhunde. Wenn man rechtsklickt auf die macht, dann sieht man, welches Level die sind. So, wo sind jetzt hungrige Wildhunde? Blauwölfe. Und irgendwie kotzt mich das hier gerade an. Deswegen werde ich eben den Channel wechseln, dass wir halt diese scheiß Bot-Assis hier nicht mehr haben. Ich wechsle mal eben, bis gleich. So, ich habe gewechselt und hier sind noch mehr. Beziehungsweise auch noch welche. Sehr geil. Und ich habe jetzt keinen Bock nochmal zu wechseln. Naja. Wie gesagt, einfach nur behindert da sind von Hungrige. Ja. Gut, Hungrige. Töten wir die Hungrigen. Wäre natürlich jetzt episch, wenn ich jetzt so einen Keiler hätte. Es gibt auch Mounts, also Pferde, die man reiten kann. Ab Level 25 kann man so ein Pferd bekommen, muss man eine Pferdequest machen und hat dann die Möglichkeit halt, die Pferde halt zu bekommen. Beziehungsweise das Pferd zu bekommen. Danach muss man dann halt jeden Tag, beziehungsweise 12 bis 24 Stunden, haben wir die Möglichkeit, sein Pferd abzugraden. Das bedeutet, das Pferd kann in dem Level steigen. Ab Level 10, ja, beziehungsweise Level 11, kann auf 10 machen und sofort dann 11, so eine Special Quest, sage ich mal, alle 10 Level vom Pferd. Und hat dort dann die Möglichkeit, sein Pferd abzugraden. Das bedeutet, dann bekommt man, hat man keinen normalen Gaul mehr, sondern einen Kampfgaul. Und dann kann man auf dem Pferd kämpfen. Und die Besonderheit ist halt, wie halt die alle vier da hinten auf, wo ich sie schlage. Wie OP ist das denn bitte? Die scheiß... Alter, gehen die gerade hier auf Eier. Ich brauch die hungrigen Wildhunde. Verpisst euch mal, ihr Assis, ey. Meine Herren. Ach ja. Dann hat man die Möglichkeit, auf dem Mount zu kämpfen. Und der Vorteil auf so einem Mount ist man natürlich schneller und man, kann halt nur normale Fertigkeiten machen. Also nicht normale Fertigkeiten, sondern man kann nur schlagen. Auf dem Pferd, aber man bekommt durch das Pferd mehr Rüstung und mehr Damage. Also einige Sachen kann man nur, sage ich mal, mit dem Pferd machen. Beziehungsweise besser mit dem Pferd. Mit einem Main habe ich auch das Ganze noch nicht. Dafür brauche ich auch noch ein paar Level vom Pferd. Ich bin gerade Level 7, glaube ich. Oder 8, keine Ahnung. Irgendwie so. Alter, sieht aus, als wäre ich im Botter. Ich gehe mal hier weg. Ich gehe nochmal an den Channel und guck mal, ob das da nicht so schlimm ist, weil hier die ganzen Mods weggepullt werden. Bis gleich. So, nächster Channel. Wir haben noch einen übrig, den wir nachschauen können. Aber überall sind diese Botter. Guckt euch das mal an. Wie behindert ist das denn bitte? Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Wo ich gestartet bin in diesem Spiel, habe ich gar keinen Botter gesehen. Jetzt alles voll. Das ist ja... Alter Schwede. Was soll ich hier machen? Mann, Mann, Mann. Gehen wir hungrige Wölfe töten. Level 3. Bestimmt laufen sie gleich wieder zu den Bottern hin. Naja. Auf jeden Fall ist das Ziel halt, in diesen LP mit diesen hier ziemlich hoch zu kommen. Und da das ziemlich lange dauern wird. Außer natürlich, ihr unterstützt mich, wie auch immer. Man kann ja, keine Ahnung, leveln oder so. Wenn ihr Lust habt, mich zu leveln in dem LP, weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Wenn ja, werdet ihr natürlich im LP auftauchen. Aber ob ich das, naja. Ihr könnt ja mal in den Kommentar schreiben, ob ich sowas machen soll, wie leveln lassen. Aber das wäre natürlich scheiße in so einem LP, ne? Oh, Level 6 Wolf mit Level 2. Nicht so gut. Aber von mir aus, Unterstützung per Items oder so, würde ich mich auf jeden Fall für bedanken. Wenn ihr natürlich auf diesem Server hier seid, Daphine. Vielleicht habt ihr ja ein Main hier drauf. Und gesagt, ja, toll. Ich bin der größte Zuschauer-Fan, den es gibt. Scherz beiseite, aber wenn ihr halt irgendwie ein paar Items rübergeben wollt, die mich bei dem LP unterstützen, nehme ich das dankend an, da ich ja nicht der super Pro bin und auch noch wirklich nicht die Erfahrung habe, wie ich jetzt so viel Young hier mache, dass ich mir sofort das so ein gutes Equipment holen kann, dass ich vernünftig leveln kann und so weiter. Das, also ich habe mir jetzt mal, ich habe auch andere LPs mal angeschaut, auf jeden Fall, wenn ich das gesehen habe, dieser Kampfkeiler oder wie das Ding auch heißt, das ist aber das OP-ste, krankeste Scheiße, die es gibt in diesem Spiel, oder? Man hat die Möglichkeit von Level 1 dieses Ding zu benutzen, irgendwie 800 Stunden oder so dieses Item.
Und damit hat man halt einen Mount, womit man sofort reiten kann und womit man auch sofort von diesem Mount schlagen kann. Und das ab Level 1 ist ja wohl richtig krank. Und dazu dann noch, wenn man das Ding da drauf sitzt, macht man irgendwie noch 20% mehr Schaden gegen Monster. Und man schlägt den nur auf Monster, aber das bekommt man glaube ich nur aus dem Item-Shop irgendwie. Hier gibt es einen Item-Shop, wenn man hier draufklickt, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier sieht. Auf jeden Fall gibt es einen Item-Shop. Wo es da coole Sachen gibt, zum Beispiel XP-Ring oder Updates oder Schuhe, wenn man schneller läuft oder Doppeldrop, dass man halt bessere Sachen droppt, höhere Chance hat. Ein Sprachring, damit man von den anderen Reichen das sehen kann und so weiter, aber dafür muss man halt richtiges Geld ausgeben. Ja, wir müssen immer noch die hungrigen Wildhunde töten, aber da hier alles voll ist mit diesen, ich nenne sie mal behinderten Kack-Assis. Alter, guckt euch